Willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Konkurrenten. Ich weiß gar nicht, hatte ich den im letzten, beim letzten Kopf eigentlich bekommen? Nee, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, klar. Klar habe ich ihn da bekommen. Aber ich glaube, wenn er da hinten irgendwo ist, das ist bestimmt so weit weg für das, für die Wärmebild. Hm. Warum schießt denn der nicht? Das war der gar nicht. Wie kommt denn jetzt damit mal, ein Typ hin? Da habe ich doch eigentlich alle erledigt. Da oben war doch der Typ da. Hm, da finde ich ja nur ein bisschen. Da ist doch der mit seinem, ne, der keine Kopfschmerzen mehr haben wird. Da sind wir doch runtergelaufen. Naja, gut. Finde ich jetzt ein bisschen quatschig, dass damit mal einer steht, aber naja. Verlassen. Mitten im Felsen so ein Ding gebaut. Meine Fresse. Tja, guti, da wird hier wohl nichts mehr sein. Oh, die Plane ist ein bisschen sehr groß, ne? Für die kleinen Männchen da. Oh Gott, sind das große Ösen. War ja klar. Oh Mann. Also das finde ich ein bisschen doof. Ich hatte mal ein Spiel. Das hieß, weiß ich jetzt nicht mehr vom Namen her. Auch so ein Kampfspiel. Da konnte man selber Missionen erstellen. Da ist er. Definitiv habe ich da vorhin schon hingeguckt. Wie gesagt, da konnte man sich selber Missionen erstellen. Und deswegen weiß ich ja, wie so eine Dinge hier ungefähr funktionieren. Wenn man nämlich, ne, jetzt zum Beispiel bei der Beute eben einen Trigger gesetzt hat, wo ich reinlaufen muss. Und sobald ich in den Trigger bin, passiert irgendwas. Also zum Beispiel, der Typ da hinten wird gespawnt. Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch genauso, wenn der Konkurrenztyp jetzt erst auftaucht, weil ich jetzt zurückgehen muss. Ich muss ja jetzt wieder hier zurück. Geht ja gar nicht anders, ne? Baue ich jetzt da einen Trigger hin? Sobald ich da jetzt rückwirkend durchlaufe, ist der da irgendwo gespawnt. Und das finde ich ein bisschen doof. Weil ich sag mal, ich habe doch definitiv da vorhin schon hochgeguckt. Bin ich jetzt zwar jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, aber eigentlich habe ich mich daran dauernd umgedreht. Und vor allem, warum hat der mich nicht gesehen, wo ich hierher gegangen bin? Naja, ist egal. Gut, dann hole ich mir noch fix schnell da das Ding da. Habe ich den hier schon durchsucht? Jupp. Schau, den Konkurrenten werde ich hier wohl nicht finden. Naja, ist egal. Wir müssen das ja nun nicht immer unnötig in die Länge ziehen hier.
Was hier unten? Ich will mein Ding haben. Boah, ich muss doch jetzt wohl nicht tauchen, oder was? Ach nee, doch nicht. Boah, ich dachte schon. Ach, hier bin ich schon ein paar Mal rübergesprungen. Guti, hab ich das auch eingesammelt? Dann kann ich das auch wegnehmen. Gut, dann gehen wir mal jetzt doch da langsam in diese Richtung. Einnehmen kann ich hier leider nichts mehr. Naja, ist egal. So, mal sehen, kann ich auch hier lang? Hui. Ja, ne, da würde ich lang kommen. Aber vielleicht könnt ihr von hier schon mal ein paar wegsäbeln. Obwohl ich von unten nicht immer gerne schießen mag, von oben sieht's, von oben ist es immer besser. Könnt ihr jetzt wetten, wenn ich jetzt wieder rausgehen würde aus diesem Trigger und wieder reingehe, kommen die wieder von oben runter. Das probieren wir mal aus. Mal testen. Ich laufe mal hier rein. So, die weißen Punkte sind weg. Jetzt versuche ich mal wieder reinzulaufen. Ja, kann sein, aber dass ich jetzt trotzdem immer noch drinne bin. Ne. Guck. Und die beiden kommen wieder da runter. Na, das ist doch ein Quatsch, ey. Naja, was soll's. Nee. Ja, das finde ich auch so ein bisschen doof. Das ist das, was ich meinte. Wenn man, sobald man durch den Trigger läuft, passiert immer irgendwas. Ich meine, ich finde das gut, dass nicht immer alle Gegner zu sehen sind, auf einmal. Das finde ich schon in Ordnung, dass es immer so ein bisschen triggerabhängig ist. Sonst müsste ich für wahnsinnig viel berechnen hier andauernd. Bin ich nicht von hier runtergekommen? Ich glaube, ich bin von hier runtergekommen, ne? Komme ich hier nicht mal hoch? Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Also das finde ich zum Beispiel auch Quatsch. Ich meine, der Punkt ist doch nicht tiefer als... Der Punkt ist doch nicht höher als jeder andere, wo ich hochklettern kann. Ach nein, das ist ja nur Mist. Guck mal, springen kann ich bis sonst wo? Okay, der Punkt war doch genauso hoch. Guck mal, ich bin hier vorher lang gekommen. Da lag der Typ hier gar nicht. Naja. Okay. Egal. Spiel ist trotzdem geil. Wie liegt seine Waffe? Oh, ist die ein bisschen hochgeflogen? Ja, schade, dass wir den Konkurrenten nicht gefunden haben. Aber wie gesagt, ich will das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Guck mal, jetzt kommen die schon wieder neu. Oh, ich glaube, den habe ich in die Fresse geschossen.
Supi. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, weg mal hier oben lang laufen. Ich hoffe, dass ich hier weiterkomme. Was habe ich da markiert? Ach so, diesen Punkt da. Ich werde erstmal diesen Punkt markieren. Der ist hier unten. Mann, manchmal sieht das wirklich aus. Ah, von da könnte ich runterrutschen. I see why they call it a fortress. And why she placed her personal laboratory inside. Da kann ich bestimmt Computer gucken, hier wieder Monitore gucken, schätze ich mal. Okay, ich werde mal ein bisschen dichter gehen. Der Weg war doch viel höher eben zum Springen. Hm. I'm at the helipad. I can see Elikanova. I mean, I can see two of her. We don't know which is the real doctor. Somewhere there must be information to tell us. They're separating. Alikanova's double wears a dead man's switch that will contact the real doctor if she's killed. Mist, jetzt hauen sie ab. Ja, ist egal, wir wollen das ja nicht so... Mann, wieso bewegt sich das Scheißvieh denn so langsam? Ach, das ist doch Mist. Also das finde ich wirklich scheiße. Guck mal, jetzt lieg ich. Ich lieg schon. Also wie gesagt, die Bewegung und ich sag mal die Maus, obwohl ich die schon auf ganz schnell gestellt habe. Geht trotzdem ganz langsam. Das ist doch scheiße. Also das ist, Ach nee, warte mal nochmal, Maus. Guck, habe ich schon auf ganz schnell geschaltet hier. Trotzdem muss ich, nein. Habe ich jetzt gespeichert? Keine Drohne. Das ist doch eine Drohne. Hä? Schneller ist das trotzdem nicht hier. Ich muss jetzt immer wenn ihr dieses Bumsen hört hier, muss ich immer nachlegen. Das ist doch scheiße. Also das finde ich, selbst wenn ich keine, ist das viel zu langsam eingestellt. Also das haben sie auch ein bisschen doof programmiert. Moment mal, ich habe doch eine Drohne? Dann habe ich doch richtig geguckt. Tastatur. Achso, das war Y, ja. Waffenrad, rechte Maustaste, Gadget einsetzen, das F. Ferngesteuertes Geschütz? Hm. Siehst du, so was habe ich auch irgendwas gelesen. Mehr Spiele. Hä, wie kann ich da meine Waffe? Meine. Oh, das sieht aber gewaltiger aus wie vorher. Ja, aber wie kriege ich meine Drohne?
Was habe ich denn jetzt mockt? Ach Kacke, jetzt habe ich Medizin gemacht, ich Idiot. Guck, wenn ich Y mache, passiert gar nichts. Ach, das ist doch scheiße. Ich würde gerne meine Drohne endlich mal einsetzen. Also das ist ja auch doof. Wurfmesse. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Drohne einsetzen kann. Aber trotzdem muss man hier irgendwo noch einen Scharfschütze gesehen haben. Ja, der sieht doch deine Kiste versteckt. Wird auch nicht sein. Ja, die werden sich jetzt da schön drin verschanzen. Ach Mann, ey. Nur weil die Figur sich so, wie gesagt, manchmal bewegt diese Figur sich nicht so, wie man es gewohnt ist von solchen Shooter-Spielen. Und hier rechts war ja auch noch ein Scharfschütze, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Hau doch nicht ab. Sind das Schwein? Blau. Och, verdammte Scheiße! Okay, ich würde sagen, wir regen uns gar nicht lange auf. Wir machen morgen wieder bei der. Wenn ich mich wieder beruhigt habe. Haut rein, bis morgen. Tschüss!